Ladies and Gentlemen, Lutz und Luminas, welcome back! Loot-Tipp-Video, die nächste. Im letzten Video waren wir an der für mich frisch entdeckten Svetlo Military Base. Jetzt geht es weiter auf der Nordroute. Quasi am Anfang ist direkt ein ziemlich großer Autofriedhof. Felix, hier ist eine Waffe für dich. Was ist eine Waffe für mich? Ja, geil! So, wir nehmen einfach mal beides mit und hoffen auf einen Rucksack. Und zwar, wenn ihr von der Svetlo Military Base einfach die Nordstraße... Ja, ich hab meinen Testamon. Sehr geil, wo bist du? Hier oben in der Bude. Wenn ihr von der Svetlo Military Base die Straße nach Norden weiterlauft und dann an die Bahngleise kommt, da unten habt ihr sie gesehen, lauft ihr einfach die Bahngleise lang. Und kommt dann hier an dieses kleine Fleckchen. Hier ist so ein alter, verschmodderter Autoabstellhof. Mit ein paar lootbaren Autos. Sieht jetzt hier zwar sehr bescheiden aus, weil alles schon offen ist. Aber Versuch macht klug. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Sinnvolles. TNT-Rex. Hast du noch Platz in deinem Rucksack? Ja. Würdest du die CR hier mitnehmen? Ich hab ein Sewing Kit. Hier liegt eine Jacke, wenn wir brauchen. Eine Jacke habe ich schon, danke. Papier. Super, wir haben Papier gefunden. Ja, aber dort, wo es halt Papier gibt, das er ist ein Ding. Speedloader habe ich. Passt aber nicht mehr bei mir rein. Ja, super. Ich habe schon. Waren 357er. Habe ich auch gerade Munition für meine Repeater dann. Also, ihr seht, es sind zwar nicht die Ausmaße wie im letzten Autofriedhof-Video. Aber... Wackerauf-Magazin. Auf jeden Fall schon mal einen Blick wert. Ja, aber kein Platz mehr. Ja, ich mache mir jetzt Platz, weil ich muss eh was trinken. Ich hab diesen Wackerauf-Magazin mal eingestellt. Okay, auch wenn das jetzt nicht so erfolgreich war, wie wir es vielleicht erhofft hätten. Ein bisschen hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, man weiß halt nie, wie er vorher schon durchgekommen genau ist. Aber hier, wir haben jetzt, ich habe jetzt auf jeden Fall genug Rex. Ich habe ein Seil für einen Rucksack. Hier ist was im Haus drin. Ich. Sorry. Ich habe gedacht, du bist links von mir. Wir haben Rex, wir haben Munition für die Repeater, wir haben eine Repeater. Und so kann es jetzt weitergehen. Wir steuern jetzt den nächsten Autofriedhof an. Der kommt dann im nächsten Video. Ich und somit... Ja? Die Stadt hier oben, die lohnt sich halt auch noch. Sehr, ich bin auf dem Weg dahin. Weil relativ interessante Gebäude sind und... Ich habe eine Shotgun, ich habe 22er Moon. Ich habe 357er Moon. Okay, dann schauen wir uns das Städtchen hier oben auch nochmal an. Wenn Heibel sagt, es lohnt und Duan hier so viel geilen Schüssel findet, für unsere Verhältnisse geilen Schüssel. Also wenn jemand eine Shotgun will, nimm sie mal mit. Aber hier ist auch noch Moon. Kann mir einer sagen, warum ich Duct Tape mitnehme? Nö. Been improved. The presser. Ja, für einen Schuss. Und auf die Shotgun, ja. Für einen Schuss und auf die Shotgun. Weil die Winchester ja so toll ist. Wie gerade eben wieder festgestellt. Ah, ich bin immer noch so wütend. Guck mal, was zu essen. Fein. Und dann werfe ich die Windy-Mun jetzt wieder weg. Vergiss es. Wo hast du die Mun jetzt gekommen? Oder hast du alles mitgenommen? Ich hab alles mitgenommen. Okay. Außer die... Doch, ich hab alles mitgenommen. Okay, das Örtchen, in dem wir uns jetzt hier befinden, ist übrigens Chernaya Polana. Landschaftlich wunderschön. Ist ein Luftkurort hier in Chernarus. Ich habe auch die scheiß Shotgun dabei, ne? Tu mir bitte nur einen Gefallen und schieße nicht. Ich ist leer. Sehr gut. Ich hätte hier auch noch eine Schrotze.
bis ich eine Spotter finde, weil Double Carry mit einer Schalt. Shotgun möchte ich eigentlich ich nicht. Ich hab übrigens auf einen Black Raincoat geswitcht, ja? Ich bin im Double Red. So, wir haben Chennaiya Polana jetzt im Schnelldurchlauf mal eben fix längs gemacht. Und es hat sich mehr oder weniger auch gelohnt. Wir haben Schrotflintmunition, wir haben 357er, wir haben 380er, wir haben Sporter Mac, wir haben mehr 380er. Gut, die hier war unten noch aus dem Military. Wir haben Winchester Moon, wir haben 22er für die Sporter und wir haben den ersten Satz Mosin-Munition. Also, wer die Nordroute hochläuft, übers Svetlojarsk und hier vorbeikommt, ein bisschen Zeit hat und Zivilmunition braucht, schaut es euch einfach mal an. Weil für drei Mann ist es jetzt zwar nicht die Masse, aber es ist auf jeden Fall genug, um sich zu verteidigen, sei es gegen Zombies, Spieler oder meine geliebten Freunde, die Wölfe. Damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende dieses Loot-Videos angekommen. Wir werden jetzt ein bisschen weiterlaufen und dann am nächsten Autofriedhof wieder für euch Halt machen und die Aufnahme starten. In diesem Sinne, wem es gefallen hat, Däumchen nach oben oder lasst mir gleich ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!